Hallo und grüße euch bei mir im Studio. Ich bin Ryan und heute wird wieder gezockt. Und da zocken wir heute mit Kugeln. Und zwar mit dem Spiel Marble Madness. Ich habe das Spiel früher auf dem Gameboy gehabt. Und bin jetzt gespannt, wie der Vergleich dazu ist zum Nintendo-Spiel. Und ich würde sagen, bringen wir die Kugel ins Rollen. So, jetzt starten wir das Spiel Marble Madness. Ich bin jetzt gespannt, wie es da funktioniert und Nintendo. Ich habe das früher im Gameboy gehabt und ich war sehr, sehr schwierig von der Steuerung her. Wird da wahrscheinlich nicht anders sein, weil das Pad ja gleich ist wie am Gameboy. Aber vielleicht geht es mir mit, durch das farbig ist, ein bisschen leichter, die ganzen Texturen zu erkennen. Weil früher war die Kugel alles natürlich grau, ne? Der Hintergrund grau. Ja, und somit. Ui, 5 Minuten Timer starten. Wir verlieren ja schon Zeit. Zack. So. Bei dem Spiel geht es um das, dass ich eine Kugel habe, eine Wurmloser, und mit der muss ich in gewissen Zeit einen Parcours schaffen. Ein Kurs. So. Weiß ich nicht, 48 Sekunden. Und die Zeit, was mir übrig bleibt, kriege ich praktisch einen Zeitbonus dazu. Und somit, ja, komme ich dann halt auch weiter. So, und jetzt kommen die ersten Feinde dann. Starten wir gleich durch. So, die können mich verschlingen. Ah, der braucht mich, will mich eh schon fangen. So, super, da habe ich ein schönes Timing erwischt. Da ist die Brücke, die ich oben bin. Dafür bin ich da zurückgefallen. Aber wie gesagt, die Steuerung ist einfach ein bisschen träge. Man sieht da ein Rohr auf der Seite. Da komme ich durch so über so eine Wiggy-Waggy-Geschichte. Wäre theoretisch immer Spur schneller, aber ist schwieriger. Und das Spiel ist jetzt schon so schwierig zum Steuern. Doch das ist jetzt nach langer Zeit wieder mal spielen, tue ich mir das sicher nicht an. So, 33 Sekunden. So. Da geht's los wieder hin. Aber das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Okay, wir sind, oh, das ist ein Loch mit. Aber passt, ich bin ins Ziel gekommen. 339, ja, okay, das ist wirklich eher wurscht von der Zeit her und eher, wie weit komme ich da? Weil das wirklich sehr, sehr schwierig ist. Da ein bisschen langsamer durchfahren, für nirgends auffahren. Das war eh schon eine schwierige Strecke für den Gameboy, weil das mit dem Schwarz-Weiß-Modus einfach ganz schwierig war, oh, zu erkennen. So, und auch die Feinde natürlich da, alle. Somit ist wirklich schön und ist übersichtlich. Also das ist schon mal nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was ich jetzt gekriegt habe, aber klingt gut. Da ist eine Welle. Es wäre jetzt eine andere Herangehensweise wieder. Andere Streckenabschnitt, aber das finde ich schwieriger. Da finde ich eher den längeren Weg. Und ich bin im Ziel. Perfekt. 37 Sekunden. Da habe ich 2 Minuten 32. Jawohl. Passt. Das ist auch ein relativ gleich ein kniffliger Teil. Das ist nur, wo ich mich ein bisschen erinnern kann, das muss ich gleich wieder abfangen. Wow! Genau. Also mit gerade rüberkommen und dann abfangen wir gleich wieder. Und da glaube ich gibt es wirklich. Ja genau. Oh mein Gott, die Saga. Nicht, lass mich los! Geh weg, du Saga, du! Ah! Ich muss ja da weiterkommen. Wow, wow. Ja, das ist schon schwierig. Und dann die Schrägen da. Wow. Und vor allem die Steuerung. So, jetzt gibt es eine Möglichkeit, wieder zwei Wege zu nehmen. Ich nehme jetzt für mich wieder den einfacheren, hätte ich gesagt. Und zwar fahre ich da rum. Fahre mal weg. Wow. Das ist ja wirklich einfacher. Hm? So. Das andere, das sind so Stempen, die holen die auf und da müssen die umschießen. Und das ist ein bisschen tricky. Da will ich aber ein bisschen einen längeren Weg und dafür eher die sichere Variante, dass ich es schaffe, hätte ich gesagt. Vor allem in die 18 Sekunden nur. 14 Sekunden, uiuiui. Da läuft der schon. Ach Gott, da sind die Hämmer.
sehr, sehr mies, sehr, sehr mies. Jawohl, 6 Sekunden noch, 6 Sekunden noch. Und durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, ich habe da noch 50 Sekunden. Ich glaube, dass ich noch keine 50 Sekunden mehr habe. Boah, die Map kenne ich jetzt. Ich weiß gar nicht mehr. 23 Sekunden. Ich weiß noch, wo ich hin muss. Offen. Ja, wie? Man, ich weiß es nicht mehr. 5 Sekunden. Au! Ich kann mich gar nicht mehr denken. 4 Sekunden. 4 Sekunden, 4 Sekunden. Nein, wie soll denn das gehen? Boah! Sehr schwierig. Puh! Ja, das Spiel ist vorbei. Ich bin auf Platz 7. Ha! Der Timer ist auch vorbei. Ja, perfektes Timing, hätte ich fast gesagt. Ha! Ja, gut. Die 5 Minuten sind vorbei. Das Spiel ist für mich nicht mehr vorbei. Ich bin auf Platz 7 gelandet. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir schauen wieder mal. Es war interessant, das wieder mal zu testen. Und mir gefällt es da definitiv besser als wie ein Gameboy. So, jetzt testen wir zum Vergleich Marvel Madness am Gameboy noch aus. Ich hätte gesagt, wir machen genauso einen 5-Minuten-Timer und starten wir gleich los. So. Gut. So, jetzt seht ihr, was ich zuerst schon erwähnt habe. Das ist natürlich mit der Form her, den Grau, weißt du, nicht ganz so leicht zum Sehen gewesen. Wobei im Game natürlich durch dieses Display ein bisschen kleiner, ein bisschen schöner natürlich das Ganze war. Die Steuerung ist genauso gleich, also da gibt es jetzt keine Unterschiede nicht. So, Level 1 haben wir geschafft. Aber ihr seht jetzt schon, was ich gemeint habe, dass es nicht übersichtlich war. Ne? Gerade mit dem mit der Kugel und so, und dass das zum Beispiel da die Gegner sind, die waren natürlich da mich schon hindern wollen. So, sonst identische Level, nur auf schwarz-weiß Basis. So. Perfekt. No. Es war mit dem deutlich besser. Wobei es die Steuerung fast. Ja. Das ist dieselbe, ne? Tut nichts. So. Ah! So, da seht ihr schon die Dinge, die wir uns wieder frissig aufsagen. Die sind da natürlich wieder nicht so schön ersichtlich. Und das macht natürlich das Spiel nur viel schwieriger noch. Ne? Weil so schlecht geht es mir jetzt gerade nicht. So. Wow. Ich glaube, das ist eine gute Idee, war, dass ich das Spiel gleich mit einbezogen habe, das Gameboy-Spiel, dass es wirklich den Unterschied gleich sieht. So, wow. Das ist auch viel gekommen. Ui. Eieiei. Oh, das Feige. Ach Gott, nochmal. Wiederholen nun. Für eine Zeit war es auf jeden Fall nur drinnen. Ja, wie jetzt? Die Kuh doch nicht auf. Gehen wir leichter. Da haben wir nur Gas gemessen. Ja. Boah! Ah, mit dem leichter. Da bin ich einfach raufgefahren. Ja. Okay, ich bin gewonnen. Das ist ja schade. Gut.
Gut, ich teste es jetzt gleich nochmal aus, weil ich habe ja 5 Minuten Zeit. Muss ich von vorne fahren, weil. Jetzt rasseln wir schneller durch da. Jetzt kenne ich es ja schon, ne? Perfekt. Ja, perfekt ist was anderes, aber. Nicht schlecht! Nicht schlecht! So. Top, wie cool habe ich schon gesagt. Ja gut. So, aber ihr seht jetzt schon mal, wie ich spiele. Der Vergleich ist, das ist immer das Wichtigste gewesen. Es sind zwar die 5 Minuten nur vorbei, aber ich habe eigentlich das Wesentliche gesehen, das Wichtigste. Und ich glaube, wir sind uns einig, am Nintendo ist schöner gewesen, übersichtlicher und ja, ganz klar. Ne? Und für Game Boy natürlich damals super gewesen. Und dann natürlich das Display kleiner ist, ist nicht ganz so, ganz so pixelig. Ah. Wie gesagt. Schaut zwei Videos fleißig und bis zum nächsten Mal. Und was möchte ich sagen? Pfiat euch! Oh, 6 Minuten sind auch vorbei. Ah, das ist gemein! Hey, das ist schwierig! Aber ich hab nur, glaube ich, 1,5 Minuten Zeit. Wow! Ich werde das auch schaffen. Ui! Wird die Welle schneller oder was? Ja, das ist gemein! Ja, wie gesagt, die Welle macht es nicht leichter. Ah, jetzt ist es sehr gut. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und mir gefällt es da definitiv besser als wie ein Gameboy. Und ich habe gesagt, bis zum nächsten Mal, bleibt dran, schaut meine Videos und pfiat euch. So, dann testet noch eine zweite Runde. Ganz klar. Schön Ausgang von der Zelle. Wow, fast 4 Sekunden schneller als ich vorher. Super.